Es ist 18 Uhr. Willkommen bei den marktuellen Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode marktuell mit den Themen der Woche betreffend dem Uhrenmarkt und alles darüber hinaus. Wir fangen direkt an mit PayPal und dem argentinischen Peso. Ja, ein Touristendollar wurde ins Leben gerufen im Dezember 2022. Und über einen Trick bei PayPal konnte man diese Währung als Abbuchung auswählen. Mithilfe von Visa und Mastercard hatte man so einen vergünstigsten Kaufpreis von bis zu 40% Rabatt. Der Herr Solmecke hatte zu diesem Thema auch nochmal ein Video separat hochgeladen. Schaut gerne in der Infobox vorbei, denn dort findet ihr dazu alle Informationen aus der anwaltlichen Sicht. Und wie funktioniert das Ganze? Es sah so aus, dass man mit der Hilfe von PayPal einfach den Kauf durchführen konnte und im Vorfeld in seinem Konto auswählen musste, dass man den argentinischen Peso als Bezahlwährung auswählt. So sieht man dann auf seiner Kreditkarte diese Währung. Und aufgrund des sehr interessanten Umwechselkurses der argentinischen Zentralbank hat man so 40% gespart. Ich kann nur sagen, als Händlerseite von uns, wir haben mit PayPal der Sparkasse Rücksprache gehalten und bis jetzt sieht es wohl so aus, als werden keine Nachbuchungen erfolgen für die Endkunden. Aber wir können uns dazu schwer äußern, weil so etwas gab es noch nie. Die Sparkasse hat uns mitgeteilt, dass nachträgliche Anpassungen von Wechselkursen noch nie vorgekommen sind. Und wir bleiben weiterhin gespannt. Die Leute, die es genutzt haben, werden mit Sicherheit berichten. Unser zweites Thema, eins, was beim letzten Mal sehr, sehr gut angekommen ist, ist der Social-Media-Kanal der Woche. Hier haben wir einen etwas unbekannteren Kanal aus dem asiatischen Bereich und zwar auf TikTok Watchmans12. Schaut dort gerne einmal vorbei. Eines meiner Lieblingsaccounts. Ich poste davon fast täglich. Es handelt sich um eine Werkstatt, ein sehr talentierter Uhrmacher bereitet dort Uhren auf und ihr seht wirklich, wie die Arbeit im Hintergrund abläuft. Ja, Audemars PG, Richard Mille Uhren, all das wird geöffnet und dann bekommen die Uhren eine Revision und eine Aufarbeitung. Hoch, hoch spannend, ein sehr kleiner Account, neuer Account, der noch nicht viele Follower hat. Und falls ihr auf TikTok unterwegs seid, schaut dort gerne mal vorbei. Es ist wirklich eine Augenweide, dort reinzugucken. Gerade bei Audemars PG, worüber wir gerade gesprochen haben, ist das mit der Aufarbeitung ja nicht ganz so einfach. Und ich möchte an dieser Stelle zwei Uhren euch präsentieren, die wir neu im Programm haben. Wenn wir uns den Preisverfall seit letztes Jahr im Februar anschauen, dann können wir festhalten, dass es am stärksten die Uhren der aktuellen Kollektion getroffen hat. Und wir haben jetzt eine eingestellte 15400, das heißt, zwei Vorgänger gibt es. Wir haben aktuell ein Modell 15510, dann die 15500 und davor existierte die 15400. Und davon haben wir ein Modell mit Box und Papieren zum günstigsten Kurs. Ich glaube, wir sind 2.000 oder 3.000 Euro günstiger als der erste Anbieter auf Chrono24 mit Box und Papieren. Und bei diesem Einstandskurs sollte man sich wirklich überlegen, zuzuschlagen, denn ich denke nicht, dass wir in diesem Bereich noch einmal einen Preisverfall sehen werden. Die Stückzahl am Markt ist auch nicht so hoch und schaut dort gerne vorbei. Wir haben euch die beiden Uhren, über die wir jetzt sprechen, auch verlinkt. Darüber hinaus gibt es ein wirkliches Highlight und es ist eine Premiere. Seitdem ich im Uhrenmarkt bin, seit 2016, hatte ich diese Uhr noch nie mit Box und Papieren in meiner Hand. Also wir sprechen über die allererste Konzept von Audemars PG. Eine hochseltene Uhr. Es gibt aktuell kein Modell in Europa. Sie kommt in so einem ganz speziellen Glaszylinder, in so einer Glaszylinderbox. Ist eine 150 Stück limitierte Uhr, meine ich, oder 250 Stück limitiert. Und das war die erste Uhr aus der Konzeptlinie. Daraus sind die heutigen Tourbillons Konzeptuhren entstanden. Und bei diesem futuristischen Design muss man sich vorstellen, sie wurde erschaffen im Jahre 2002 aus einem speziellen Verbundsmaterial, was auch in der Raumfahrt benutzt wird. Sehr, sehr interessant und ich versuche aktuell noch ein paar Kautschukbänder zu bekommen in ein paar attraktiveren Farben. Wir haben aktuell die Uhr nur mit dem schwarzen Krokoband und diesem Kevlarband. Eine ganz, ganz tolle Uhr und bevor man sich vielleicht eine Richard Mille kauft, sollte man in diese Uhr mal einen Blick investieren. Schaut auch gerne auf der Website vorbei, um diesen hochattraktiven Preis zu finden und es gibt aktuell keine Uhr auf dem Markt mit diesem kompletten Lieferumfang. Dann sprechen wir kurz einmal über die Expansionspläne. Wie ihr mitbekommen habt, waren wir in der letzten Woche in den USA und haben final alle Anmeldungen vollzogen. Das heißt, im nächsten Schritt
warten wir auf die Post mit der Social Security Number und daraufhin können wir dann final unser Business dort registrieren. Wir haben die ersten Kontakte geknüpft dort mit anderen Händlern. Manche Sachen sind on-camera. Ihr kennt die meisten Händler, Roman Schaaf, aber wir haben auch darüber hinaus andere sehr, sehr interessante B2B-Händler kennengelernt. Und mittlerweile ist es nur noch eine Frage von wenigen Monaten, bis wir wirklich dann die erste Uhr in den USA verkaufen können. Ich muss sagen, wir wurden herzlichst aufgenommen und an dieser Stelle auch nochmal ein Dank an Roman Schaaf und an alle Leute vor Ort, die uns so sehr unterstützt haben. Es war wirklich ein Traum, das dort zu sehen und von den anfänglichen Schwierigkeiten bis zum letzten Tag. Es war wirklich eine sehr, sehr tolle Sache. Das waren die Themen in dieser Woche. Ich muss sagen, die Zukunftsperspektive sieht sehr gut aus. Es gibt viele Bewegungen im Markt. Wir hatten beim letzten Mal so ein kleines Marktupdate noch besprochen. Und gerade durch das Chinese New Year ist einiges an Frequenz aufgekommen und wir merken das auch hier in Europa. Es bleibt abzuwarten, gerade die ersten Quartalszahlen aus Amerika bezüglich der Inflation und der Zinsrate wird, glaube ich, ausschlaggebend sein für die Sachgüter. Und es bleibt weiterhin spannend. Ich freue mich auch drauf, wenn wir mehr und mehr Certified Pre-Owned Uhren im Markt sehen. Das Konzept mit den neuen Garantiekarten und Uhren, bei denen die Garantiekarte verloren ist, ist hochspannend. Und das bedeutet nur Gutes für den Uhrenmarkt. Und wir bleiben weiterhin dran und ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao. Marktuell. Wir bleiben am Puls der Zeit.